Es geht heiß her in Oberösterreichs Wäldern. Nicht nur wegen sommerlicher Temperaturen, sondern auch, weil wieder Wilderer unterwegs sind. Im Juni wurde im Salzkammergut eine fünfköpfige Wildererbande ausgeforscht. Zum Verhängnis wurde ein Facebook-Foto. Das sei aber nur die Spitze des Eisbergs, vermutet der Landesjägermeister. Offensichtlich haben manche noch nicht verstanden, dass Wilderei nichts mehr mit sozialer Rebellion zu tun hat, auch nichts mehr mit Nahrungsmittelbeschaffung zu tun hat, sondern eine kriminelle Handlung ist. Und ja, das gibt es immer noch. Dazu kommt, dass Wilderer sich weder um Tier- noch Artenschutz kümmern. Aus Sicht der Jägerschaft ein großes Problem. Da werden in der Nacht auch weibliche Tiere erlegt. Da gibt es keine Berücksichtigung des Mutterschutzes. Das ist für mich katastrophal, was da passiert. Vor allem im Salzkammergut haben Wilderer eine lange Tradition. Früher wurden sie als Rebellen gegen soziale Ungerechtigkeit gesehen, bewahrten ihre Familien vor Hunger. Heute gilt Wilderei als Diebstahl und mehr. Es ist auch eine Verletzung des Waffenrechts, auch des Lebensmittelrechts, also auch Konsumentenschutz ist betroffen. Da wurden gerade im letzten Fall auch Lebensmittel in Verkehr gebracht. Also da gibt es gleich 5 Delikte, die da anstehen. Ganz klar, wir haben eine Rechtssituation, die aus meiner Sicht ausreichend ist. Ob der Strafrahmen immer ausgereizt wird oder ausreichend ist, kann ich gar nicht beurteilen. Viel wichtiger ist, dass aufgeklärt wird und dass vor allem für die Zukunft verhindert wird und dass es eben nicht als Kavaliersdelikt abgehandelt wird. Skurril, einige Stimmen fordern sogar, Wilderei zum UNESCO-Weltkulturerbe zu machen. Es sei eine lange gewachsene Tradition, die es einfach immer schon gegeben hätte. Man könnte auch sagen, ja, weil es in Sizilien die Camorra gibt, jetzt sagen wir, das ist ein Weltkulturerbe. Das ist für mich ein völliger, unverständlicher Zugang. Es ist eine kriminelle Handlung und bleibt eine kriminelle Handlung. Dass Wilderei wieder mehr wird, kann der Landesjägermeister sogar nachvollziehen. Dass man glaubt, man ist da vielleicht ein besonderer Kerl oder das ist so ein besonderes Naturereignis oder man ist so die Rückkehr zu seinen Wurzeln. Das sind die Schlagwörter, die man heute gern hört und das wird halt da falsch interpretiert und falsch gelebt. Es kommen sich ja manche junge Burschen ganz toll vor, wenn sie mit 200 km/h im Ortsgebiet fahren. Genau dasselbe. Das ist so, ob man vielleicht ein bisschen zu viel, ich weiß nicht, wie diese Filme heißen, Hollywood geschaut. Und da ist es halt auch so, wenn man dem Wilderertum das Heroische umhängt und die es heldenhaft in den Medien oder in Filmen darstellt, dann gibt es vielleicht manche Nachahmer. Denen drohen in Österreich aber hohe Geld- und sogar Freiheitsstrafen.